Hey Leute, willkommen zurück zu Silent Hill Downpour. Wir sind auf dem Weg zum Centennial Building, immer noch. Ja, da war ich auch letztes Mal schon auf diesem Weg. Aber jetzt haben wir den richtigen gefunden, wie es scheint, nämlich durch den Logan's Park. Da oben seht ihr es nochmal. Ich habe hier soweit alles abgesucht, in der Bank war ich, aber bin mir nicht so ganz sicher, was wir da gefunden haben. In der Bank. Da gab es nämlich nur ein bisschen Ärger, weil wir an den Safe wollten und da ging der Alarm los. Naja, wie dem auch sei. Oh, ein Drachen. Du hast ein Silent Hill Artefakt gefunden. Du kannst Artefakte im Menü unter Extras anschauen. Was steht da noch? Das sieht aus wie der Drachen der Bla. Statistiken? Nee. Hä? Unter Extras? Ich hab's leider verpasst, Leute. Was stand denn da noch? Irgendwas sieht aus wie der Drachen der? Weiß ich nicht. Und hier gibt es auch keine Extras, wie ihr seht. Wahrscheinlich muss ich ins Hauptmenü. Ach, das finde ich jetzt doof. Das finde ich richtig doof. Da hebe ich extra alles auf. Oh, schon wieder. Guck mal, hier liegen so viele Schlagwaffen rum. Als gäbe es hier Probleme in Silent Hill. Als wäre hier alles voller Monster und die Leute müssten sich selbst verteidigen. Zit, zit, zit. Ein Stein? Nö, will ich nicht. Ich halte nicht viel davon, mit Steinen auf Gegner einzuprügeln. Okay. Cool. Ist schön, wenn ihr mir Angst machen wollt. Vielleicht schafft ihr es ja irgendwann. Ist leider noch nicht so spät dazu. Also, für die, von der Uhrzeit her. Ja, da geht's schon wieder raus. Da komme ich nämlich wahrscheinlich an die Frontseite. Was war das eben? Das Rascheln. Alter Schwede. Nein. Ihr seid euch da noch unschlüssig, was dieses Flackern bedeutet. Entweder sind es diese komischen Frauen. Oh, das ist das Unwetter. Aber ich weiß es halt nicht. So, genau. Wenn ich da vorne rausgehe, komme ich hier zum... Ich gehe einfach mal jetzt immer rechts. Ich glaube, da kann ich nicht falsch sein, weil... Also schon falsch, aber ich will ja falsch sein, versteht ihr? Ich wollte gerade einen Schluck trinken, du Arschgesicht. Du blöd Arsch. Ihr könnt ja Untertitel lesen, nehme ich an. Sag mal. Wie es halt nicht geht, ne? Wie ich sagte, ja, das kommt erst im New Game Plus quasi. 51. Ja, komm. Läuft. Murphy läuft. Kriegst du hin. Halten wir aus. Ich mach dir jetzt nicht wegen 50% Verbandskasten auf. Päckchen. Päckchen. Ich sag ja Päckchen. Habt ihr nicht vergessen, ne? Das ist nur eine Flasche. Als würde ich hier mit Flaschen den Gegnern die Köpfe einhauen. Sag mal, wer bin ich denn? Bin ich in einer Barschlägerei oder in Silent Hill, du? Oh. Kann ich da? Seht mal, da geht's noch weiter. Oder dieses blaue Licht, das ist so extrem ekelhaft hell. Schon wieder eine Spitzhacke, glaube ich. Spitzhacke hier. Eine Mistgabel. Ne. Ich komme hier echt nirgends voraus. Ich muss vorne durch die Straße, da durch diesen Ausgang. Ich hätte gerne noch mehr Päckchen. Ich habe halt echt nur 4 Stück. Das geht gar nicht. Das ist mir zu wenig, um zu heilen jetzt. Ja. Ich habe in einem Part in kürzester Zeit wirklich 2, 3 Päckchen verbraucht und das geht nicht. Ich kann die nicht immer so raushauen, als hätte ich davon so viele. Oh, dieses Licht. Versteht mich nicht falsch. Es ist vielleicht ganz cool für die Stimmung, aber irgendwie schlägt es mir voll auf die Augen, weil ich spiele es hier im Dunkeln und alles. Das ist nicht gut. Und jetzt? Ja, spring mal rüber, Murphy. Schaffst du das? Aus dem Sprung, aus dem Stand hier. Geht, ne? Ach, guck mal. Hä? Was habe ich denn da? Hast du alle Vögel frei? Flieh aus Silent Hill. Finde den Weg zum Radiosender, halte die Streifenwagen auf. Das habe ich, habe ich, habe ich, habe ich. Nach dem vermissten Kind Ausschau halten. Anscheinend leider das unter Autismus. Das ist nicht gut. Das Kind braucht Hilfe. Es ist hier nicht sicher. Ja, wer ist hier schon sicher? Warte mal. Finde. Okay, das habe ich alles schon abgeschlossen. Ja, den Weg zum Radiosender gefunden. Habe ich. Hiermit. Also ich finde die Musik wirklich gut. Dieses super stimmig. These are my parole papers. Who is doing this? What do you want from me? What do you want from me?
got your paperwork here. Take a look. Hey, Murphy, remember, this is a limited time offer, my friend. I'll let you know. What's up, Officer Coleridge? What was that about? Nothing. Hey, don't bullshit a bullshitter. Sewell's bad news, Murph. He doesn't do anyone favors. What are you in for with him? It's nothing. It's... Don't worry about it. For your sake? I hope so. I don't want to get your hopes up, kid, but the parole board's looking pretty closely at your case. Don't screw this up now. Not after all I've done to get you out of here. Don't worry, Officer Coleridge. I got it all under control. Just some unfinished business to take care of. What the hell are you doing in here anyway, Murphy? You're not like these guys. Told you, sir. Car theft, resisting and evading, and... Yeah, you stole a police cruiser and led him on a 10-hour chase down the eastern seaboard. What makes a guy with no priors and a clean sight do something that stupid? I think you at least owe me the truth. Maybe I just needed to escape from the world for a while. Yeah, well, you just steer clear of Sewell and do your homework, right? You got it, Chief. Ja, krass. Dann scheint er gar nicht so übel zu sein, wie ich dachte, der liebe Murphy. Ich meine, ich habe erst gedacht, das wäre ein Mörder oder sowas, weil er da im Knast saß und auch nicht gerade nett aussieht. Aber mal ganz ehrlich, Leute, solange es nicht irgendwie ein brutaler Raub ist, sondern nur Diebstahl, okay, klar ist das eine Straftat, aber es ist nicht so schlimm wie Mord. Nö, dann ist Murphy mir auf einmal doch nicht so unsympathisch, wie ich die ganze Zeit dachte. Ja, aber warum hat er das getan für diesen Sewell? Diesen Wächter, der hat ihn doch dazu angestiftet. Wahrscheinlich so einen Deal gemacht, hier, wenn du den umbringst, dann kommst du raus. Und Coleridge wollte ihn ja rausbringen, der kennt ihn ja wohl scheinbar irgendwoher. Oder hat ihn hier als guten Kerl kennengelernt, oder? Oh, da haben wir es ja. Bericht. Die Ryle State Prison, oder Ryle State Prison, Bewährungsausschuss. Glenn Milton, Häftling Pendleton Murphy, Bewährungsstatus. Hiermit wird die Genehmigung für das Inkrafttreten der Bewährung für den Häftling Murphy Pendleton erteilt, geltend ab dem 26. Juni. Herr Pendleton erfüllt alle Qualifikationen für eine vorzeitige Entlassung und ist in jeder Hinsicht ein vorbildlicher Häftling. Er ist bereit und imstande, den Übergang von Häftling zu Bürger zu meistern. Des Weiteren stellt er unserer Meinung nach keine körperliche Bedrohung oder Gefahr für die Allgemeinheit dar, da auch seine Straftat nicht gewalttätiger Natur war. Bei Fragen oder Problemen bitte kontaktieren Sie unser Büro. Hochachtungsvoll, Judith Zaragoza, Vorsitzende des Bewährungsausschusses. Was war denn mit Cunningham? Warum ist sie so böse auf uns? Weil der Postbote sagt ja auch, es ist was Persönliches. Niemand ist so böse, wenn es nicht um was Persönliches geht. Und das hat wohl auf jeden Fall mit der Marke zu tun. Also irgendwas ist hier noch im Dunkeln. Ich schätze mal, das werden wir noch rausfinden. Aber ich bin schon sehr gespannt drauf. Das ist immer so das, was mich an Silent Hill reizt. Radiostation, Museum, Restaurant. Ist das Ding so hoch? 18 Stockwerke? Krass. Echt krass. Oh, da haben wir die Karte. Das ist echt riesig, das Teil hier. Hätte ich jetzt nicht erwartet, so. Hammerhart. Na gut. Nee, ich finde das sympathisch, dass er jetzt keinen umgebracht hat. Aus seinem Knast, aber das kann jetzt auch wieder alles anders aussehen. Ihr sagt, er hat seine Gründe dazu. Die von euch, die Story schon kennen. Ich will das euch mal glauben, auf jeden Fall. Ist ja immer so, also... Ich finde ja, die schlimmste Schuld trug eigentlich James im zweiten Teil, weil er seine Frau halt, je nachdem wie man es gespielt hat, vernachlässigt hat. Aber im Prinzip ist keiner der Silent Hill-Protagonisten jetzt ein schlechter Mensch gewesen, oder? Die haben halt alle irgendwas Schlimmes durchgemacht und mussten das dann dort verarbeiten, beziehungsweise wurden sie in die ganze Situation hereingeschubst, so wie Heather zum Beispiel, nur weil sie von Geburt an ebenso war. Naja. Ich find's auch nicht cool, ein Arschloch zu spielen, ganz ehrlich. Das sage ich nicht als Schimpfwort, sondern als Bezeichnung.
Ich glaube, das lernen die in der Polizeischule, dass sie immer nuscheln ins Mikro. Soll ich den rauslassen? Hundi! Komm spielen! Ey, du kannst doch keinen Hund da einsperren, mal ganz ehrlich. Auch wenn er mich jetzt ankläfft. Komm, wie cool, der dreht sich sogar mit. Oh. Ich glaube nicht, dass der beißt. Das ist ein abgerichteter Polizeihund, die sind nicht aggressiv. Außer man befiehlt sie ihnen. Kann ich das vielleicht hiermit? Hundchen. Vielleicht hat ein Brecheisen. Nee. Das geht aber nicht. Ja, was willst du machen? Ich würde ihn halt gerne rauslassen, aber ich hasse es, wenn Tiere in Autos eingesperrt werden, generell. Am besten noch irgendwie im Sommer bei 50 Grad und sowas, ne? Also Sonnentemperatur. Oh, guck mal, das Brecheisen vielleicht. Alles gut, Hundi. Warum kann ich den noch nicht rausholen, sag mal? Oha, was ist das denn bitte? Ah, Normal- und UV-Licht wechseln. Geil. Krass, was sind das? Klamotten? Die sehen ja ziemlich schleimig aus. Ich will ja nicht wissen, was das ist. Nein, du sollst eigentlich die Knarre nehmen, bitte. Danke. Was mache ich jetzt mit dem UV-Licht? Entschuldigt. Boah, meine Stimme ist schon so angeschlagen. Hab halt schon sehr viel aufgenommen. Aber was mache ich mit dem UV-Licht? Es tut mir leid. Gut, das ist dicht. Es hieß ja im Ladescreen, ich kann damit Spuren nachgehen. Wow. Krampf! 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 Ach du Heiliger. War das gerade ein Typ mit einem riesigen Hammer und hat den anderen damit kaputt gehauen? Das kann ja wohl nicht die Wahrheit sein. Wow. Dem will ich nicht begegnen so schnell. Ich glaube nicht, dass es hier durchgeht, oder? Nee. Da komme ich ja wahrscheinlich. Ja, ich will ja hoch, ich will ja nicht raus, wisst ihr? Ich hab's nur mal gecheckt. Was? Verstehe nicht. Muss ich da irgendwas machen? Was habe ich jetzt mit diesem Rot. Mit diesem Infrarotlicht oder Ultraviolettlicht? Alter! Alter, du blöde! Schnalle! Blöde Schnalle! Das war mies. Habe ich jetzt dadurch Lebensenergie verloren? 51, nee. Die blöde Kuh. Du blöde Kuh! Ach du meine Güte! Ich hätte echt einfach gerne den Hund rauslassen würde, aber nein, ich darf ja nicht. Guck mal, das hier sieht doch aus, als könnte ich da durch, wenn ich was zum Aufschlagen habe. Okay, jetzt mit dem Brecheisen. Gut. Quietscht da was? Ja, da quietscht was. Zwei Schuss habe ich ja noch. Oh. Gehst du planschen oder magst du nicht? Too deep. Ja, dachte ich mir. Das dachte ich mir, Murphy. Wahrscheinlich mit dem Feuerwehrschlauch abpumpen das Ganze, oder? Ja, das läuft. Ich habe mir auch viel mehr Fluchtsequenzen vorgestellt. Also diese Wegrennsequenzen da, ihr wisst schon. Oh, guck mal, da sind ja Fußspuren. Die sehe ich ja jetzt erst. Fangen hier auch erst an. Let's see if this works. Wegrennsequenzen hört sich übrigens sehr professionell an, wenn ich das so sage. Ja, ich bin Experte in Wegrennsequenzen. Und die Benennung solcher. Oh, das sieht man sogar richtig, wie es runtergeht. Cool. Alter Schwede, ich will gar nicht wissen, was das Ding für eine Pumpe an Bord hat.
Kennt sich jemand aus mit Feuerwehrpumpen? In Einsatzfahrzeugen, in Löschwagen, das ist bestimmt richtig krass. Oha. Ist er da angekettet? Alter Schwede. Sicherheitskarte. Was? Kann mich nichts üben. Wasser, was? Kann mich nichts über Wasser halten. Ach so. Oh Mann, du arme Sau. Steigt ja schon wieder. Alter! Murphy! Murphy! Boah, krass. Ich wäre jetzt ersoffen, ne? Ich wäre abgesoffen. Alter, drei Stück. Wollt ihr mich rollen oder was? Neun. Nein. Oh, lädst du einfach nach, Murphy? Das wollte ich nicht. Alter, das könnt ihr nicht bringen, jetzt mal ganz ehrlich. Danke. Nein. Alter, wie du das Ding halt nicht nachladen sollst. Hallo? Ich muss warten, bis das Vieh runterkommt, sonst treffe ich es halt nicht. Sau. Wo ist der dritte? Ich find's voll doof, dass er die Waffe selbstständig nachlädt. Das will ich nicht. Jetzt muss ich die auch immer weiterführen, also mitführen. Wie viel Schuss habe ich da noch? Drei. Darf ich halt nur noch zweimal schießen, ne? Dann schmeiße ich die Waffe weg. Okay. Guck mal die Kamera. Alter, was? Ich weiß nicht, was es eben war. This is DJ Rick's playing the tunes you want to hear. Year after year after year. We've been together a long time, Silent Hill, and we ain't done with each other yet. You see, DJ Rick's got an important news flash for y'all, so perk up them ears. Okay. Ich gehe mal ganz schnell weiter wegen der Musik. Ja. Oh, da ist noch ein Päckchen drin. Sehr schön. Ja, ich habe eben eins benutzt. Musste einfach sein. Okay. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Ah, nett. Gut, dann kann ich ja jetzt hier durch. Och, armer Hundi. Ey, das wäre voll gut, wenn ich mich mit dem Hund anfreunden könnte und er mir hilft. Wo war denn das? Das war doch... Ach, hier. Alter Schwede, was... Hört ihr das? Ach, guck mal, die Spuren. Ja. Alter Schwede. Ist das mal unheimlich oder ist das unheimlich, ja? Das ist richtig unheimlich. Wenn jetzt hier irgendwie mit mir so ein Geister-Rollstuhlfahrer steht, ich meine, vor Rollstuhlfahrern muss man ja keine Angst haben. Okay. Leute, wisst ihr was? Ich weiß, es ist ein bisschen früh. Minütchen früher können wir ja mal Schluss machen, denn ich habe einen Speicherpunkt und das ist wichtig, dass ich die hier nutze. Naja, gut. Liebe Leute, ich würde mich sehr freuen, oder ich bedanke mich schon mal im Voraus, sagen wir es so, für die ganzen Likes und Kommentare, die kommen werden. Ich finde euch toll. Leute, wir sehen uns wieder zu Silent Hill Downpour.